Hallihallo, ihr Lieben, da draußen ein herzliches Willkommen heute hier bei LS22 Neighbors. Ich bin der Obstmanfred, vor mir steht der Stefan vom Landhandel Ehrensberger. Grüße. So, bevor das jetzt erst einmal losgeht, kommt erst einmal hier das kleine Einspielerding. So, ihr kennt es ja schon. Stefan, ich habe mal noch eine andere, anderes Anliegen. Warte mal kurz, du machst kurz einen Buttergas, ich mach mal schnell einen Equias. Der Diesel ist ein bisschen teuer. Pass mal auf, und zwar, ich hab noch eine andere Frage, wie man da zueinander kommen kann. Das muss auch jetzt nicht entschieden werden, gleich jetzt, sondern da können wir mal drüber nachdenken, sag ich mal. Ja. Ich habe insgesamt nicht so viel Felder, ne? Ja. Und wenn ich jetzt jeden Scheiß für meine Tiere anbauen will, da bräuchte ich ja um einiges mehr Felder und vor allem um einiges mehr Zeit. So, jetzt ist die Frage, wenn ich bei euch ist Futter kauf, ne? Ja. Also Schweinefutter. Und ich würde irgendwie irgendwas anbauen für euch. Also, weißt du, wie ich meine? Ich weiß noch nicht so richtig, wie ich das ausdrücken soll. Ja. Manne? Ja. Warte mal ganz kurz, ich muss ganz schnell bei mir beim Thomas anrufen. Ja, mach mal. Der braucht mich schnell. Jo, mach mal. Ne, pass auf. Wir laufen erst mal auseinander und darüber reden wir heute noch einmal später. Ne? Schweinezuchtbetrieb Obst Manfred. Krise. Hallo, ich bin's. Hallo. Hier, hast du manchmal Raps, was du nicht brauchst und verkaufen könntest? Nee. Und Oliven? So. Ich habe überhaupt nichts. Ich habe überhaupt gar nichts, habe ich da. Bist schon eine arme Sau, wenn du gar nichts hast. Also ich habe weder Raps noch Oliven. Gut, weiß ich. Unter Biohof und haben keine Oliven mehr? Nee, das haben wir schon alles abgewickelt. Ach so. Ja. Nee, kann ich doch leider nicht helfen. Alles bestens. Alles klar, bis später. Bis später. Tschüssi. Ja. Weil die Frage ist eben, wenn ich jetzt anfange und alles anbauen will, ne? Ja. Da bräuchte ich ja, wer weiß, wie viele Felder. Eigentlich, normalerweise. Oder beziehungsweise große Felder. Ich habe ja nicht so große Felder. Ja. So, da ist eben jetzt meine Überlegung für nächstes Jahr. Oder sagen wir mal jetzt für die kommende Saison. Ja. Wenn ich nur für mich einen Teil anbaue, einen anderen Teil an euch verkaufe, in irgendwelche Sachen und nehmen bei euch halt immer Schweinefutter ab. Ja. So, und da müsste man wirklich mal gucken, wie man da zueinander kommt. Dass ich jetzt nicht auf jeden Handtuchfeld irgendwas anderes anbauen muss. Weißt du, wie ich meine? Das ist furchtbar. Ja, da. Weil es immer hinten und vorne fehlt immer irgendwas, weißt du? Ja, klar, das kann ich schon verstehen. Wir haben ja auch aktuell Produktionsstopp auf der Schweinefutterspur. Weil ihr keine Waren habt oder was? Ja. Okay. Aber ich werde wahrscheinlich was importieren müssen. Guru, grüß dich, mein Lieber. Naja, gut. Das kannst du ja machen. Ja, mir ist ja der Raps ausgegangen und. Aber ich habe ja aktuell nur 207.000 Liter Schweinefutter auf Lager. Ja, ne, das ist auch wahnsinnig viel. Ja. Ja gut, wir brauchen ja ziemlich Lagerbestände. Kalk brauchen wir ziemlich viel. Ja. Ja. Wenn du mal einen Flüssigdünger brauchst, wir hätten genug. Der muss auch langsam mal weg. Okay. Ich hab gar keine Spritze. Wir können die unsere leihen. Ja, meine. Ja, müssen wir mal sehen. Also die Frage ist, wie gesagt, das müssen wir uns mal richtig durch den Kopf gehen lassen. Ja. Weil ich jetzt,
ich gehe jetzt bald in der Planung für dieses Jahr, weißt du? Mhm. So, und was ist dem eigentlich meistens Mangelware? Raps, wa? Raps. Okay, also müsste man ein bisschen was mal an Raps anbauen. Ja. Und grundsätzlich Wurzelfrüchte, weil wir ziemlich wenig davon selbst anbauen. Ja. Das Jahr haben wir auch ziemlich wenig Wurzelfrüchte. Okay. Da wir heute das Jahr ziemlich auf Getreide gehen. Okay, okay. Also du meinst mit dem Anbau? Ja, weil wir eine feste Fruchtfolge vom Landhandel aus haben. Ja, nicht, ich habe auch eine Fruchtfolge, ja, nicht klar. Musst ja. Und an die müssen wir uns erhalten. Ja. Ja, das muss ich ja auch, ne? Also das ist halt so. Ja, das kannst du dir schlecht ersparen. Genau. So. Naja, pass auf, da müssen wir mal drüber bleiben über dem Thema. Ja. Da machen wir mal einen Termin aus, da kommst du am besten mal zu uns vorbei. Ja. Nämlich bei unserem Hof, da können wir gleich alles aufschreiben, da haben wir gleich unseren Rechner mit unseren ganzen mit unseren ganzen Ankaufsdaten und mit unseren Lagerbeständen. Ja. Es ist ja immer so ein Mischten, wenn wir übers Tablet drauf gehen. Ja, ne, ist klar. Ist also zum Schluss hängt sich dann wieder das Programm auf, das ist nämlich mir schon zweimal passiert. Oh, ja. Und ja. Gut, ja, dann machen wir das mal bei Gelegenheit. Muss ja nicht heute und morgen sein, ne? Na gut, ich rufe dich dann an, wenn ich Zeit habe. Ja, alles gut, mach keinen Stress. Ja, bin jetzt sowieso erst mal unterwegs. Der Thomas ist ein paar Wochen mal nicht da. Ja. Nein, ich bin einmal nicht da, ich war einmal in Urlaub. Ja. Na gut, ich bin jetzt die nächste Zeit bin ich auch immer abends bei meinen Eltern und bin dann erst ein bisschen später wieder hier. Ja. Ja. Na gut. Naja. Alles klar, dann machen wir das mal so und irgendwie kommen wir da schon zueinander, glaube ich. Da gibt es schon irgendeine Variante. Ja, ich weiß noch nicht genau wie und was, aber irgendwie, weil es ist mir mittlerweile, der Stress ist mir da zu groß, weißt du, immer zu gucken. Ja, das glaube ich, ja. Du musst ja dann 1000 Sachen anbauen. Mhm. Grundsätzlich mache ich das schon gerne, aber das ist ja dann eine Win-Win-Situation für dich und für mich. Ja. Weißt du? Ja. Na gut, alles klar. Stefan, dann halte ich dich mal nicht weiter ab von der Arbeit. Manni. Jo. Das sage ich jetzt bloß dir. Ja. Ich habe jetzt die nächste Zeit vor, mal einen Hof festzumachen. Oh, ja. Ja, da habe ich immer ein Zelt vielleicht gefunden. Ja. Ja, die stellen ihm ein Zelt mit Bar. Oh, das ist natürlich gut. Ja. Und gleich ein IWC-Container voll Spezialmische. Ja. Wird dann noch angemischt. Okay. Das ist ja was für den Neuen, hä? Da brauche ich ja zwei. Okay. Oder gleich ein ganzes LKW voll. Verdient der so viel, oder was? Du weißt, was der da drüben beim Nikolas gemacht hat? Ja, der hat ganz schön reingelassen. Der hat die Kanister-Keks. Ja, der hat ganz schön reingelassen. Na da. Naja. Aber ich, wenn es dann soweit ist, das, dann gebe ich dir Bescheid. Ja, mach mal. Ich weiß ja noch nicht, ob wir es auf den Haupthof machen oder auf unsere Außenstelle. Werden wir sehen. Da sagst du einfach Bescheid, wenn es soweit ist. Dann schauen wir, wie es vom Platz hier passt. Wenn du irgendwie was hier Hilfe brauchst wegen Aufbauen oder so, sagst Bescheid. Ja, ich melde mich dann bei dir. Wo irgendwelche Sachen fahren müssen oder so, weißt du? Ja. Genau. Bist du eigentlich Mitglied in der Feuerwehr? Ich bin nicht Mitglied in der Feuerwehr, nee. Ich auch nicht. Bin ich zu alt dafür mittlerweile. Ich auch nicht mehr. Du nicht mehr? Warum nicht mehr?
Da hatten wir mal ein paar Einsätze. Ach so. Und ja, der Verkehrsunfall und der hat richtig reingeschlagen. Ja, glaube ich. Das glaube ich. Ja, da habe ich gemerkt, auf Dauer packe ich das nicht. Ja, man muss sich das dann auch eingestehen, ne, wenn es überhaupt nicht funktioniert. Ja. Naja, wir müssen ja auch bei den Einsätzen ja immer klar denken können. Ja, ja, das wäre schlecht, wenn ne. Ja. Das wäre schlecht, wenn nicht. Ja, na gut. Aber nur dann. Alles klar. Zuvor schaust du mir nur noch an das Feld und guck erst mal, wie da der Stand ist. Nach dem Winter. Also. Erst mal, Stefan, mach's gut und danke für die schnelle Lieferung, ja? Jo, bitteschön. Jo, ciao, und tschüssi. Jo, Mama, tschüssi. So. 10 Kilometer gelaufen, Guru, heute. Was für ein Tag, schreibt er. Okay. So, meine lieben Freunde der gepflegten Simulation, wir fahren jetzt erst einmal runter und gucken uns mal schnell an, wie das Feld beschaffen ist. Cool hier! Jo, cooler Rino! Ich hatte dich doch mal gefragt, ob ich bei dir mal Dings ausleihen kann, hier, im Gabelstapler, hä? Ja. Wäre das demnächst mal möglich? Ja. Und auch nett. was, wo ich Paletten transportieren kann? Ja, soll ich das gleich mal mitbringen, das Ding? Kannst du mitbringen, wenn du willst, ja. Ja, ich wollte jetzt nämlich zu dir fahren. Ja, da kannst du ganz kurz warten. Ich bin auch schon mal ganz schnell hier an einem Feld, wo ich muss gucken muss, siehst du? Oh ja, ist alles. Eieieiei. Alles voll Unkraut. Na gut, da komme ich jetzt gleich wieder zurückgefahren, weißt du? Ja, ich muss es eh erst noch anhängen hier und alles. Ach so. Ja, also der Gabelstapler, der ist bei mir. An der Produktion. Ja, das war heute oder morgen. Nett. Also ich muss. Obwohl, eigentlich wollte ich es fast heute schon mal mit. Ich muss bloß ein paar Paletten fahren, ein paar Rosinenpaletten. Hm. Weißt du? Und wenn ich da anfange mit meinem Frontlader, das wird doch geaff. Ich hab aber zwar eine Palettengabel. Aber ist der Frontlader nichts anderes wie Gabelstapler? Gabelstapler geht viel besser. Ja. Ja. Viel, viel besser. Hm. Ja, dann musst du dir mal beholen. Du brauchst den Wutze nicht gleich, oder was? Nee, die Produktion ist leer. Es hat keiner irgendwie Raps oder irgendwas. Nee, brauchst du jetzt erstmal nicht. Okay. Höchstens hier am Hof muss ich jetzt nächsten Monat bräuchte ich einen. Da müsste ich mal Bobuletten wollte ich sagen. Bobuletten musst du dann mal fahren, oder? Bobuletten muss ich dann fahren. Okay. Der Buletten. Ja. Und die Paletten anbraten. Ja, na ist klar. Weil ich so gerne anbraten, du, die Paletten. Mhm. Ist klar. Naja, ne gut, dann wäre das nicht schlecht. Wo hast denn da einen Schlüssel für das Ding? Der hängt im Lager. Die Jungs, die geben dir das raus. Ah, so. Den sag ich Bescheid und dann geben dir denn den. Wann bist denn du da? Einfach mal an die Türe kloppen und dann geht's gleich. Na gut, dann warte ich mal hier schnell. Wo bist du? Ich bin am Hof. Ja, alles klar. Schließ mal auf. Alles klar, bis gleich. So.
Ja, wenn wir da hier mit dem Frontlader anfangen, das wird geäfft. Das ist auch, das wird alles geadelt. Und dann fahren wir runter und machen ein bisschen was mit Rosinen und dann passt es doch. 14.000 Schritte? Ja, das ist eine Hausnummer, ne? Das ist gar nicht schlecht. Ah, dort kommt er schon gefahren, der pinke Blitz. Willst du das gleich hier hin haben? Kannst du hier lassen. Ich muss mit dem Ding sowieso noch da vorne in meine Produktion. Also in meine hier Traubenfabrik. Ja. Na klar. Wo soll ich denn fliegen? Also es ist einiges zu fliegen, das reicht mir, wenn du 1-2 Felder machst. Warte mal kurz. Wollen wir schnell gucken. Also, es wäre entweder der 90. Pass auf, ich sag dir mal alles, was gepflegt werden muss. Ja, sag mal an. Der 90. Mhm. Der 93. Mhm. 5, 6 und 97. Der 178 eigentlich auch, aber da sind noch Kartoffeln drauf. So, du musst das jetzt nicht alles pflügen. Mhm. Wir werden jetzt erreichen, wenn du meinetwegen den 90 und den 93 oder den 93 erstmal bloß oder so, weißt du? Je nachdem. Mhm. Wo hast du deinen Flug? Nö, warte hier, komm mit. Das ist auch kein ganz kleiner, ne? Da hat er schon ein bisschen eine schöne Größe hier. Oh, ah ja, den hatte ich ja letztens mal ausgebucht, stimmt. Ja, genau. Da geht er eigentlich wirklich ganz gut, muss ich mal sagen. Ja. Na gut. Der 90 ist gleich hier gegenüber. Also hier im Schweinestall, ne? Krise. Also hier gleich hier im Schweinestall. Hallo. Ja. Und der 93, die ist drüben beim Sportplatz, rüber zum Rischer zu. Ja. Na? Oh, Entschuldigung. Was denn? Oh, musst du mal. Gehst du hier rum, oder was? Ja. Warte mal so ein bisschen. Ja, na, alles klar, da weiß ich Bescheid. Ja, kannst du mal machen, das nimmt mich freuen. Nikolas, hier ist ein Taschentuch, bitteschön. Ja, danke. Schniefst dich, hast du Schnupfen? Nee, Husten. Deswegen trotzdem, schniefst danke. Du. Also der Husten durch die Nase oder wie ist denn das bei dir? Nee, also ich schnief nicht, das ist hier der Mann. Ich schnief, ja. Ich hab hier Allergie. Ja, ja, wer weiß, was du geschnieft hast. Ach so, ich dachte. Nee, weil ich das jetzt die ganze Zeit nicht gehört habe und Nikolas ist hier und der schnieft's mit immer. Das dachte ich, du bist es. Also, Manne, du hast wahrscheinlich hier wieder zu viel weißes Brüderchen hier. Nee. Meine Nase ist bloß ein bisschen zu deswegen in letzter Zeit. Deswegen ist dein Bart auch wahrscheinlich so schneeweiß. Nein, meine Nase ist bloß ein bisschen zu in letzter Zeit. Ja. Sag mal, Nikolas, wenn du immer hier bist, hast du manchmal noch Raps oder Oliven zum Verkaufen? Nee, sowas baue ich tatsächlich nicht an. Kannst du mal machen. Ja, da war, was nimmst du denn so pro 1000 Liter, sagen wir mal? An Raps. Raps? Ja. Was der Kohli nimmt? Also du lieferst da Raps und gibst sogar noch das Geld hin? Geil, mach ich auch. Oh, Mann. Ja, du hast gesagt, was nimmst du denn da so dafür? Ja, was nimmst du, sag ich mal, pro 1000 Liter Raps? Was gibst du, musst du sagen, du Ei? Boah, du... Naja, es kommt immer drauf an, wie gerade die Preislage ist. Der Höchstpreis, der liegt bei 1300.
Gulli, ja, ich frage mich manchmal, wie da seinen Hof aufgebaut hat. Okay, hä? Ey, sag nichts gegen meinen Hof. So, das heißt, ich gebe dann 1000. Wir hatten aber einmal euch schon was ausgemacht. Wisst ihr das noch? Ich wüsste es nicht. Ja, ich mach. Ja, was Freundes kann man schon machen. Nö, ich werde mal gucken, wie da so die Feldkapazitäten sind. Ich muss eh, wenn jetzt. Da wollte ich nochmal drüber reden. Und zwar, da die zwei Felder sind das da noch. Zwischen unseren Höfen da, ne? Welche meinst du? Müsste die 82 und 81 sein. Die hab ich zur Pacht. Gibt es dann da eine Möglichkeit, das, sag ich mal, für eine gewisse Summe abzukaufen? Nee. Wo soll ich dann noch Felder nehmen, mein Guter? Okay, immer mit der Ruhe. Die 210 und die 72 sind noch frei. Die 75, 74, 77, auch noch. Wo bist du Nikolas? Jetzt? Warte mal. Du, guck mal, wenn du, also auf der App einfach, auf der Witzdorf-App, wenn du die 77, 75 und 74 nimmst, ne, bist du besser dran als die 81 und die 82 von der Kuli. Mit der X-Taste? Nee. Unter deinem Hof ist es. Direkt unter deinem Hof. Die 77 oder was? Und 77, 75 und 74. Genau, das hätte ich dir auch vorgeschlagen. Ja, kannst runter zu, also Richtung Süden, hast du noch so viele Möglichkeiten. Und die ich habe nur noch die zwei Möglichkeiten und habe dann nur noch weite Fortwege. Und ich brauche langsam mehr Felder. Und ja, ich fahre jetzt schon runter bis zu 57, 56 fahre ich jetzt schon. Vor allem ist es für dich sinnvoller, weil bei der 81, ich habe mir das mal angeguckt, das ging doch darum damals, Nikolas, wo wir gesagt haben, wir machen irgendeins zusammen, ne? Ach, ja, ja, ja. Und da haben wir uns doch die 81 angeguckt und haben doch gesagt, das ist totale Scheiße mit den Bäumen drinne. Ja, okay, das ist absolute Scheiße. Ja. So, wenn du das 77, 75 und 74 meinetwegen zum Beispiel erstmal brachtest, und später abkaufst, kannst du das ja sogar zusammenlegen. Da hast du ja hier unten eine übelste Fläche eigentlich sogar. Mhm. Und ja, könntest sogar überlegen, ob du dann die 72 noch dazu mitnimmst. Musst du ein kleines Stückchen weiter fahren, aber tatsächlich habe ich ja die 79 und 76 ja schon bereits zusammengelegt. Ja, ja, ich weiß. Na gut, aber ich würde jetzt nicht, ich würde nicht die 79, die 76, die 77, 75 und 74 zusammenlegen, weil dann hast du eh riesengroßes Feld. Dann kannst was drauf anbauen. Wenn, dann würde ich so wie das jetzt hast, die 79 und die 76 zusammenlassen und die 4, 5 und 77 auch zusammen machen. Hast du zwei große Felder, weißt du, wie ich meine? Ich würde, sag ich mal, zu der 79 und 76 würde ich die 77 dazu machen. Oder so. Hast du die Ecke noch drin, genau. Ja, und dann die 75 mit der 74 noch zusammen machen. Ja. Dann könnte ich nämlich auf den zwei großen Feldern nämlich dann meinen Mais anbauen. Ja, das ist eine gute Idee. Dann habe ich ja immer noch die anderen zwei Felder, kann ich dann, was weiß ich noch. Genau. Aber meine Lieben, wir sind schon wieder durch für heute mit unserer kleinen Folge, unserem Farm-Vlog hier. Und lasst gerne das Däumchen da, wie gesagt, und wenn ihr mit mir Giants Partner werden wollt zusammen, soll euer Schaden natürlich auch nicht sein, denn wenn wir es geworden sind, lasst uns gerne mal ein Abo da. Ansonsten Daumen hoch, macht immer Spaß. Bis dahin, macht's mal gut. Tschüss und ciao. Tschüss.